Hi, ich bin Olli Baumann und hinter mir laufen die Füchste Tage. Füchsletage. Es wuselt in der Freiburger Fußballschule. Mehr als 280 Kids aus der Region haben den Ball am Fuß begleitet und beobachtet von den Profis des SC Freiburg. Die Nachwuchskicker sind begeistert bei der Sache. Und auch die Bundesligaspieler freuen sich über den Doppelpass mit den jungen Fans. Die Füchsletage sind ein großes Erlebnis für die Kids hier, denke ich. Sie kommen hierher, können trainieren, mit uns auch, können sich ein paar Tipps einholen und für uns ist es auch eine schöne Sache. Idee des Spektakels, den Spaß am Fußball noch weiter zu fördern. Und wenn dabei, wie einst bei Matthias Ginter, das ein oder andere Talent auf sich aufmerksam macht, schauen die Trainer der Freiburger Fußballschule und die Profis auch nicht weg. Das waren die Füchsetage und ich gebe den Ball weiter an, die Fußballschule kommt. Hallo, ich bin Laura Benkert, ich bin Torterin in der ersten Frauenmannschaft des SC Freiburg und ich bin hier heute unterwegs mit unseren 14 Mädels mit der Aktion, die zur Schule kommt. Und zwar nach Stegen, zum Hallentraining mit den Mädchenmannschaften des SV Ebnet und des SV St. Peter. Gemeinsames Training der Nachwuchsteams mit anschließendem Erfahrungsaustausch der Trainer. Das sorgt für Motivation bei den Kickerinnen und perspektivisch eine noch bessere Nachwuchsarbeit an der Basis. Unterstützt vom Förderverein der Freiburger Fußballschule. Das war die Fußballschule kommt. Ich gebe den Ball weiter an das Förderkonzept Schule Sport. Hallo, ich bin Niklas Höfler und wir sind hier an meiner alten Schule, der Max-Weber-Schule Freiburg. Es zählt zur sozialen Verantwortung, die der Sportclub gegenüber seinen Fußball-Azubis übernimmt, dass sie neben der fußballerischen auch eine berufliche oder schulische Ausbildung machen müssen. Chico Höfler etwa gehört zur Max-Weber-Abschlussklasse 2008. Ich habe hier viele witzige Momente erlebt mit meinen Klassenkameraden, habe natürlich auch hier meinen Schulabschluss gemacht. Was hat es dir gebracht als angehender Profisportler, die Kooperation Schule-Sport? Ja, durch die Kooperation wurden wir immer freigestellt für die Morgenstrainings, die es in der Fußballschule gibt. Das war immer Dienstag und Donnerstag und da wurden wir immer freigestellt. Und dann am Mittags an diesen Tagen gab es dann immer Nachhilfe mit einem Lehrer, der zur Verfügung gestellt wurde und konnten wir den Stoff nachholen. Drei Partnerschulen tragen das Förderkonzept Schule Sport so gut, dass der Deutsche Fußballbund den SC zusammen mit allen Ausbildungspartnern als Elite-Schule des Fußballs auszeichnete. Das war's vom Förderkonzept Schule Sport. Der Ball geht weiter an Infos zur Bezuschussung einer Personalstelle. Hallo, ich bin Olli Sorg und ich unterhalte mich jetzt mit Sebastian Neuf aus der Fußballschule über die Bezuschussung einer Personalstelle. Ja, Sebastian, ich bin ja vor gut 2 Jahren auch drüben in der Fußballschule tätig gewesen, jeden Tag und weiß, wie viel Aufwand da betrieben wird, um so gute Arbeit zu leisten. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn da jetzt gerade? Also in dem hier relevanten Bereich Bezuschussung einer Personalstelle sind es so zwischen 15 und 20 Mitarbeiter, die eben vor allem im Grundlagenbereich unterwegs sind und tätig sind. In der gesamten Fußballschule ist es natürlich eine große Zahl mehr. Aber das sind Hauptamtliche, aber auch Nebenberufler, die eben bei uns da im D- und C-Jugendbereich die Arbeit leisten. Und das ist eigentlich für uns ein zentraler und elementarer Bereich, weil da geht bei uns die Ausbildung und die Arbeit auch los. Okay, und es ist ja bekannt, dass drüben in der Fußballschule einfach gute Arbeit geleistet wird. Wie kann der Förderverein da helfen und unterstützen? Ja, die Unterstützung ist erstmal emotional. Es fühlt sich für uns alle sehr, sehr gut an, von mehr als 1100 Mitgliedern unterstützt zu werden. Und dann natürlich aber auch finanziell. Klar, die gute Ausbildung passiert nicht umsonst und sie passiert auch nicht gratis. Und da ist es natürlich sehr, sehr gut, all diese Projekte, all diese Maßnahmen vom Förderverein unterstützt zu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Beitrag zum Förderverein leiste, da hast du dann auch deine Augen drauf und da muss ich mir dann keine Sorgen machen. Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Also der wird auch fristgerecht eingezogen und unterstützt dann auch die entsprechenden Projekte. Ich bedanke mich da recht herzlich für dein Zutun. Und wir wissen ja auch, dass du damit was zurückgibst, für was der SC in den letzten
5, 8, 10 Jahren in dich investiert hat. Genau, und deswegen mache ich das gerne. Vielen Dank, Sebastian. Und jetzt gebe ich den Ball weiter an meinen Freund Vega, denn der ist gerade beim Grundschulturnier. Hallo, ich bin Vegard Hedenstadt und hinter mir läuft das Grundschulturnier. Zehnmal im Jahr heißt es ausrücken zum Grundschulturnier. Irgendwo zwischen Markgräfler Land, Ortenau, Schwarzwald, Bodensee und Oberschwaben freuen sich dann im Schnitt 250 Kinder auf einen Tag, an dem Spaß haben auf dem Stundenplan steht. Der Förderverein bedankt sich zudem herzlich bei den Freiburger Studentinnen und Studenten, die diese Turniere begleiten und dafür rund 300 Arbeitstage aufgewendet haben. Das war das Grundschulturnier. Ich gebe den Ball weiter an den Fahrdienst. Hallo, ich bin Johnny Schmid und werde euch heute den Fahrdienst vorstellen. Zu Hause wohnen, in der Fußballschule trainieren. Der Fahrdienst macht's möglich. Auch Johnny Schmid hat vom rot-weißen Trainingszubringer profitiert. Ich würde immer von Fahrdienst abgeholt in Offenburg zum Training. Und ja, das finde ich schön, dass es gibt einen Fahrdienst. Und glaubst du, es ist eine Erleichterung für die Fußballschüler? Ja, ich denke schon, weil sonst muss ich die mit Zug fahren und die Fahrdienst ist besser, weil es gibt auch viele Kollegen in den Bus und dann denke ich schon besser. 6 Kleinbusse sind täglich in ganz Südbaden unterwegs. Gut zu wissen, dass die Richtung stimmt. Das war der Fahrdienst. Ich gebe weiter den Ball an die Füchsle Ballschule. Hallo, mein Name ist Manuel Höhn. Gemeinsam mit der Füchsle Ballschule besuche ich heute die Pestalozzi-Schule. In der Füchsle Ballschule wird gekickt, klar. Aber die 5- bis 9-jährigen Jungs und Mädels lernen hier auch viele andere Ballsportarten kennen. Über die Freude am Spiel soll in den Kursen die soziale Einbindung der Kinder ebenso gefördert werden wie ihre körperliche Entwicklung. Die Füchsle Ballschule gibt es an 7 Schulen in Freiburg und Umgebung. So, das war die Füchse Ballschule. Und jetzt gebe ich den Ball weiter an Honorar für Übungsleiter. Hallo, ich bin die Sarah Debritz vom Bundesliga-Team der SC Frauen. Hinter mir trainieren gerade die U17 Mädels. Die werden auch vom Förderverein der Fußballschule unterstützt. Es ist Anspruch der Freiburger Fußballschule, in sämtlichen U-Bereichen mit qualifizierten Übungsleitern zu arbeiten. Das betrifft die fußballerische Ausbildung genauso wie die pädagogische Begleitung. Der Förderverein bezuschusst die Honorare für Übungsleiter sowohl im Mädchen- als auch Jungenfußball. Das war's auch schon aus dem Schönbergstadion. Ich gebe den Ball weiter an die Aktion Freunde statt Fremde. Hallo, ich bin Gelson Fernandes. Hinter mir läuft das Projekt Freunde statt Fremde. Kicker aus nicht weniger als 8 Nationen spielen bei den C-Junioren der Sportfreunde Eintracht Freiburg. Gelebte Integration, die so in unzähligen Fußballvereinen täglich gelebt wird. Mit der Aktion Freunde statt Fremde dokumentieren wir diese Rolle, indem wir im Stadionmagazin Heimspiel Jugendmannschaften aus der Region vorstellen. Damit soll ein meist wenig beachtetes Engagement ausdrücklich gewürdigt werden. Das war Freunde statt Fremde. Ich gebe den Ball weiter an das Projekt Partnervereine. Hi, ich bin Alexander Schwolo. Ich bin beim Turnier der Partnervereine in der Freiburger Fußballschule. Die
Die Zusammenarbeit mit Partnervereinen ist ein zentraler Baustein im Ausbildungskonzept des SC Freiburg. 6 Vereine aus ganz Südbaden sind inzwischen regionale Partner in Sachen Ausbildung. So können Talente, bevor sie später vielleicht zum SC wechseln, früher und in ihren vertrauten sozialen Umfeldern gefördert werden. Dazu wirken die Kooperationsvereine positiv auf die Nachwuchsarbeit in den Vereinen ihrer näheren Umgebung und damit als Motor zur Stärkung von deren sozialer Rolle. Unterstützt vom Förderverein der Freiburger Fußballschule.